Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von MudRunner im Multiplayer auf der Map Felshügel. So, mein Pascal. Hallo. Ja, letzte Kuro Holz. Pascal hat auch gerade einen Run. Wir haben gerade Trucks freigeschaltet in der letzten Folge. Ja, was ist letztes Mal passiert? Ich habe sogar Fortschritte gemacht. Im Vergleich zur vorletzten Folge habe ich mich letzte Folge einmal weniger überschlagen. Bisher habe ich diese Folge geschafft, mich sogar noch einmal weniger zu überschlagen. Also nur noch einmal. Ich habe mich dreimal überschlagen, letzte Folge habe ich mich zweimal überschlagen. Vielleicht überschlage ich mich diese Folge nur einmal. Oder gar nicht. Mal schauen. Ja, wäre dann doof. Vielleicht überschlage ich mich auch einmal. Dann wäre das ja keine schöne Verteilung mehr. Übrigens, den Weg, wo du auch runtergepostet bist, hier gibt es auch einen Weg. Ah, cool. Ich sehe den Beobachtungspunkt. Da oben auf dem Berg. Ich weiß. Den trennt mich zu einem ganz kleiner See zwischen hier und dem Berg. Weil komme ich hier überhaupt nach oben? Oder? Ich würde sagen, ich folge dem Weg jetzt erstmal weiter. Bis ich mal eine Stelle komme, wo der See dünner ist oder so, wo ich mal durchfahren kann, weil sonst wird das nicht viel. Erinnerst du dich vielleicht an eine Challenge, wo du an einem Berghang... Nein, nicht umkippen! Nein! Okay, dann hat Tobi diesmal das Pensum erreicht für mich. Ein Überschlag. Zweiter. Auf der Seite liegen geblieben. Natürlich. Ja, schafft halt nicht jeder, sich immer vielleicht wieder aufzurichten. Fünfmal überschlagen und immer wieder unten auf dem Dieser Boden blöde angekommen. Weg, ja? Ich dachte, ich könnte da einfach den Weg runterfahren. Was war schon da jetzt? Es ist auch noch wieder dunkel, du. Fahr ich mit dem da hier runter und rette den? Ja, das wäre wahrscheinlich jetzt einfach. Es ist auch nebelig dabei jetzt. Nebelig. Ich sehe nichts mehr. Ja, okay, machen wir das so. Dann fahre ich damit. Hast du Lust, Holz mitzunehmen? Nee, ich würde das mit dem Beobachtungspunkt freischalten. Das Wasser durch. Hol ich mir dann den Beobachtungspunkt noch vorher? Also wenn es jetzt noch tiefer wird, kriege ich Probleme. Der ist nicht im Wasser, es wird, ne? Noch der tiefer. Ist im Berg. Ja, ich muss auch durch den See durchfahren. Nee, du hast ein Stück weiter rechts, da wo ich schon freigeschaltet bin, durch. Da hast du flaches Wasser. Da kommst du sehr, sehr einfach durch. Ah, okay. Und ich fahre jetzt mit einem großen Army-Truck mit Sattelauflieger und alles Richtung kleines Auto. Und habe erstmal 4 Schaden, weil ich gegen Baum gefahren bin. Na, auf der anderen Seite vom Berg, da liege ich auch irgendwo, ne? So cool. Bloß. Der Problem an der ganzen Sache ist jetzt nur, weil es so dunkel ist, sehe ich den Berg nicht richtig. Und dadurch kann ich auch noch nicht überlegen, wo ich am besten hochfahren sollte. Komm diesen Weg nicht hoch. Hier ist so ein Weg und ich komme hier nicht hoch. Der ist nicht mal steil, weil der will einfach nicht hochfahren. Ja, das hatte ich vorhin auch schon mal. Baum, ganz am Anfang. Noch nicht an einem Felsen fest, der will einfach nur nicht fahren. So, du meinst, auf dem Weg hier soll ich dich auch irgendwo finden, oder wie? Ja, wo bist du? Ja, ich bin genau ein Stück rechts von dir. Ah, ich seh's. Da oben. Hier ist ein Fahrzeug. Ich höre dich und sehe dich. Ja, also wie gesagt, ich stecke in dem linken Baum fest. Also du müsstest mich halt gerade rausziehen, so mäßig. Mit Glitchgewalt. Und fahr dich nicht selber fest. Ich's warn dich. Nee, ich roll den Berg lieber wieder runter. Rolling down the deep. Also rausziehen wolltest du mich gar nicht, ne? Gut. Naja, ich will zu finden, sag mal so, von der ich dich ziehen kann. Nee, einfach von vorne. Du warst schon richtig. Ja, aber da kann ich mich nicht hinstellen nach vorne. Naja, damit zieht's mich halt wieder um diesen Baum rum, in dem ich drin stecke. So. Ich stehe auf der anderen Seite in einem Baum fest, dachte ich. Der linken Seite von mir aus gesehen.
Oh. Ich dachte, auf der linken Seite von mir aus gesehen. Da muss ich nochmal anders. Ah, ne, das warst nicht du. Das war irgendein Objekt unter dir. Ne, das auch schon wieder. Krieg ich dich mal bitte gegriffen? Da, das bist du. Ich würde sagen, ich habe Handbremse drin, ne? Und? Fühlt sich was? Kein Millimeter. Kein Millimeter. Es ist hoffnungslos. Hier, nimm meinen Tank. Er opfert sich mir. 4 Liter getankt. Du kümmerst dich ums Holz. Hm? Was? Wie soll ich ums Holz kümmern? Ja, also, brauchen wir nicht mehr Holz? Doch. Ja, brauchen wir. Ja, dann nimm du Holz und ich den Beobachtungspunkt. Wollte ich dir erstmal einen Schaft, der nicht feststeckt. Ich glaube, ich bin schneller, wenn ich jetzt gegen Cameron darüber fahre, als wenn ich das mit dem jetzt probiere. Was echt lieber wäre, wenn es ein bisschen heller werden würde, weil ich sehe schon wieder nicht, wie ich weiter hoch muss. Ich habe jetzt die erste Bergetappe geschafft, aber ich weiß nicht, wie ich weiterfahren muss. Hier sind Berg so schlecht sehe. Jetzt muss ich nur noch zum Beobachtungspunkt fahren. Da sehe ich ihn auch schon. Hallo, ihr habt es tatsächlich geschafft, auf diesen Berg raufzukommen. Gleicht fast einem Wunder. Ja, ich habe noch nicht das Holz. Und ich habe richtig viel krasses Zeug freigeschaltet. Auch schon wieder? Nämlich gar nichts. Ach, schade. Nur was dieser Belar 19, der auf der Grenze zwischen den zwei Beobachtungspunkten liegt, aber. Ja, den hatten wir auch schon. Bis jetzt am Sägewerk zum Abholen. Wenn eine Route hinter das Sägewerk führt, würde ich behaupten wollen, du bist noch auf dem Weg ganz in den Westen rüber zum Abholen der Holzanhänger. Naja, erstmal mein Auto bergen, an dem der Holzanhänger hängt. So, du hast schon Holzanhänger. Naja, ich war schon auf dem Rückweg und wollte schön den Berg auf dem Weg hochfahren. Eigentlich war dein Weg dann etwas schmal und. Ich wollte gerade fragen, erinnerst du dich vielleicht an die Challenge, die du vielleicht mal gemacht hast? Die zweite Challenge ist, glaube ich, so am Bergkamm lang. Mhm, so war das. Und da habe ich dann halt erstmal zwei Überschläge gemacht und einmal auf der Seite dann liegen geblieben. Hab mir gerade was überlegt. Mhm. Und zwar, was ich aber jetzt nicht was zu tun habe, wenn ich jetzt aus dem Spiel rausgehen würde und die einfach nur im Stream zuschauen würde, dann würde ich auf der keine Punkte bekommen, sondern einfach nur rausfliegen aus dem Spiel. Ja. Deswegen mache ich jetzt meinen Laptop an und mache auf dem dann den Stream von dir an. Nein, weil du keinen Stream bekommst, weil das Internet noch mehr abnackt. Nein, weil das Internet überlebt das. Ja, aber. Traust meinem Internet zu. Und du hast ja so schlimmes Internet, ich weiß. Ja, nee, also ich meine, wenn das halt so schon ab und zu neu lädt, wie wird es dann mit Disco streamen? Außerdem bricht halt jedes Mal ab, wenn ich neu lade. Discord, warum auch immer Discord neu lädt. So, hier ist der Bergkamm und hier muss ich den jetzt irgendwie hochholen. Trotzdem gehen. Ich will jetzt nicht davon nur minutenlang hier rumstehen. Ja, du kannst, mal. Du hast noch 2-3 Fahrzeuge, mit denen du mich unterstützen kannst. Du hast zum Beispiel dieses Cameron-Dingsbums, damit kannst du mal bitte mit herkommen und versuchen, mein kleines Holzwägelchen da rauszuholen. Welches Cameron-Dings da? Ja, das blaue Auto. Nennt sich Chevrolet. Hier hätte ich einfach gerade hochgehen können. Aber nein, ich muss ja den Weg folgen. So, okay. Jetzt bin ich mit dem Campinganhänger an dem kleinen Auto und rolle einfach trotzdem runter, trotz Handbremse. Ist repariert. So. Kenne ich, dass die Handbremse nicht stark genug ist. Wenn ich das kleine Auto nicht umgedreht bekomme, dann kann ich auch einfach das Anhängen an den blauen und dann damit versuchen. Hm.
Nee, keine Chance. Den krieg ich nicht hoch. So, lol, der hat der kann die Winde gar nicht einziehen. Du kannst nur die Winde an dem Fahrzeug anbringen und dann kannst du halt fahren. Weil es einfach nur so ein kleines Ding ist. Cool. Also ein automatisches Auto halt. Ich komm jetzt drin, Alter. Ah, okay. Nee, das wird nix. Dann, alternativer Plan. Gut, dass das Holz festgebunden ist. Ist du schon längst abgestürzt, oder wie? Nein. Stelle ich einfach den Holzanhänger wieder auf. Nein. Ich umfahren gleich wieder. Dann bleibt der gefallene Kamerad halt hier. Weißt du, was glaube ich die beste Kombi ist? Du nimmst einfach drei von solchen kleinen. Weißt du, das drei Sterne, das sind immer noch weniger als mit denen. Als mit den. Ich fahr dir einfach mal entgegen mit meinem Chef Roulette. Ja, mach das. Ich hab mich festgefahren. Was sind die wieder am Sägewerk? Ja. Also ich hab den am Sägewerk stehen gelassen, deswegen. Boah, 55 Schaden war lang. Steinweg. Ich muss sagen, für so eine kleine Größe hat der kleine Chef Roulette ordentlich PS unterm Hintern. Also das merkt man richtig so abgeht. Ja, das ist halt der Vorteil von so kleinen Fahrzeugen, ne? Wenn du mit denen fliegst, du auch halt mal eher durch die Luft, aber... Ja, bin ich gerade eben. Hab dabei nur 40 Schaden oder so bekommen. Ich hab 55. Du hast doch bestimmt einen Campinganhänger dabei, mit dem du noch reparieren kannst. Ja klar, auf jeden Fall habe ich einen Campinganhänger dabei. Vor allem einen Campinganhänger, der noch Reparaturpunkte hat. Komm da hoch. Okay, genau hier. Ah nee, haha, ich hab's geschafft. Ich bin über den Felsen. Und einfach mit diesen Autos hier, Pickups. So, ich bin gleich bei dir. Yay. Ziemlich genau beim Beobachtungspunkt. Den sehe ich auch von dir, den Beobachtungspunkt. Mahlzeit! Ne, wo bist du? Aua! Es gab nur 100 Moin. Schaden! Ich habe 260 Schaden nur. Hey, sieh mal, wir sonst noch was für Aktionen. Fahr hierher, heb das andere Ding rum und er fällt einfach nur her. 260 Schaden von 350. Ich bin mit 101 Schaden schon gestartet. Jetzt gerade eben der Schaden kam jetzt hier durch. Okay. Okay. Hast du trotzdem noch dreimal so viel Schaden eingesteckt wie ich? Hast du bloß noch Popcorn? Ich hab grad welches im Auspuff. Oh, irgendwie ein bisschen Popcorn. Hey, wo bist du hin? Wann hab ich das letzte Mal Popcorn gegessen, so richtig gutes? Mh. Schön mit Karamell, so. Ey, das ist verschwunden. Zucker. Ja, ich bin bald da. Achso, du bist weitergefahren. Ich hab nie auf dich gewartet, nein. Ne, merke ich. Ah, da bin ich wieder. Mahlzeit. Wir haben alles, oder? Kann ich abgeben. Aua. Nochmal 60 Schaden. Jetzt 320 Schaden. 120. Ja, passt doch noch. Okay, ich stecke auf ein paar Bullen fest. Zum Glück bin ich ja zur Stelle. Ah ne, hast du jetzt selbst befreien können. Finally. Ich hätte nicht noch ein Bild machen müssen von dem, von der Rettungsszenerie dort. Hast du mal Bock zurückzufahren? Nee. War durch mit dem Ganzen, ne? Junge. Eine Stunde 30 haben wir relativ genau gebraucht. Naja, ziemlich genau, ja. 175 Liter. Was? Nur? Ja. Ich hab 506 Liter. Ich dachte mir auch gerade so, relativ wenig. Ich hab 506 Liter. Und ich hätte wahrscheinlich noch weniger, hätte ich nicht am Anfang mit dem anderen gefahren, weißt du? Ich bin halt die ganze Zeit nur mit den Kleinen rum. Eieieiei. Wie weit bist du gefahren?
7,5. 7,19. Ich bin weitergefahren und habe wesentlich weniger Sprit gebraucht. Und ich habe 3 Holzanhänger, aber nur einen Beobachtungspunkt. Oder 2? Ja. Einer, ja. Ich habe dafür alle anderen Beobachtungspunkte. Ja. Bist du eigentlich weitergefahren? Ach nee, bist du nicht, ja. Nee. Egal. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Das war's mit diesem Matschmaler-Projekt. Mal gucken, ob irgendwann nochmal was kommt in die Richtung. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, war nett. Also was sagst du nochmal dazu so? Jo, war eigentlich ganz nett. Schönes Projekt. Bill Holz abgeliefert. War, hat sich so aufgebaut. Am Anfang war es so schön einfach. Jetzt wurde es halt eben zunehmend ein bisschen komplexer. Aber ja, ich denke mal, die zweite Staffel oder noch irgendwas dazu wird es nicht mehr geben, weil es wird auch vielleicht weiterentwickelt. Dazu gibt es nichts mehr. Weil seit 2 Jahren ist schon der Nachfolger SnowRunner raus. Und ja. Genau. Aber ja. Also ihr habt ja alle Karten jetzt hier gesehen. Wir haben 22 Folgen. 23? 23, oder? Ja. 23. Ja, kann ich sagen, kann man sagen, ganz guter Abschluss hier auf Tuvia Raptor. Und ja. Die Pride Month Videos auf dem Zweitkanal. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Im Juni, das ist ja der Pride Month. Ich glaube, das Video kommt schon im Juli raus, was hier dieses Video. Ja. Aber ja, falls gut. Du noch nicht mitbekommen hast, vielleicht sind auf ja erst, Kanal, ist jetzt gerade das letzte Video rausgekommen, weil die verzögern sich ein bisschen, weil ich ganz, ganz kurzfristig noch Aufträge an unsere Grafikerin erstellt habe, im Sinne von, hey, mir ist im Schnitt gerade aufgefallen, es würde voll gut passen, wenn da noch ein paar Grafiken wären. Hast du Zeit? Nein, sie hat keine Zeit, deswegen dauert es ein bisschen länger, aber gut, die Videos werden schon noch kommen. Naja, gut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ja, bis zum nächsten Projekt, ne? Tschüss. Tschüss.